Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Blightbound. Die nächsten zwei Parts sind genau wie der letzte Part auch so nachsynchronisiert, sage ich mal, wo ich so ein, zwei Kleinigkeiten nochmal loswerden möchte, noch Klarstellungen beziehungsweise ein, zwei richtig krasse Dinge, die ich auch erlebt habe. Im heutigen Part soll es darum gehen, wir haben ja das Schwert Wilder Ansturm gefunden, vor zwei Folgen, glaube ich. Und das ist echt mega stark. Also das Ding kann ich euch absolut empfehlen. Ich denke, darauf können wir auch einige Skillungen aufbauen. Denn der Perk, der da drauf ist, von wegen, wenn man hier im ultimativen Modus ist als Krieger, dass man dort, alle 0,5 Sekunden irgendwie eine Feueraura-Damage macht und so weiter, das ist halt richtig stark. Da macht man 5000er Hits und so weiter, was natürlich noch weiter verstärkt werden kann durch neue Gegenstände, die man finden kann. Man kann sich auch schneller in die Ulti reinbringen, wenn man eine entsprechende Skillung und so weiter wählt. Ich habe jetzt eher so meine Standard-Skillung, sag ich mal, gewählt, hier sogar noch mit Begleiter und mit dem Sparschwein sogar noch dabei und so, weil ich noch Ethereifunken am Sammeln war und so. Also jetzt gar nicht mal so eine krasse Skillung letzten Endes darauf ausgerichtet, aber trotzdem zum Farmen mega stark, ist super defensiv, gerade mit Jämmerling dann auch nochmal interessant, denn der kann sich halt immer, wenn irgend so ein Jämmerling halt dann stirbt, also irgendein Feind stirbt, heilt der sich auch noch mit hoch, man hat also keine so Heilprobleme und hat eigentlich ausgewogenen Damage nach draußen und hat dann eben diese Schwertfähigkeit, die richtig, richtig reinknallt. Das ist wirklich ein Gamechanger, das Ding. Also damit kann man dann auch Rift und so weiter relativ locker laufen mit so einem Ding. Dann noch was zur letzten Folge, und zwar folgendes, da habe ich ja, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da eigentlich sagen wollte, was wollte ich da eigentlich noch sagen, mir war noch ein Punkt ziemlich wichtig, nein, ich habe ihn vergessen. Was war das nochmal, ganz kurzer Moment, ich schneide es gleich rein. Achso, ja, da bin ich wieder. Mir ist es wieder eingefallen, das ganze Gelaber da, da wird man wahnsinnig. Und zwar, wenn ihr testen wollt, ich habe euch ja so einen Trick gezeigt, von wegen, ja, wie ihr euren Helden auskillen kann. Jetzt gibt es aber manche Helden, die haben zwei oder drei, oder zwei haben die meisten logischerweise, sondern eher drei, vier Attributspunkte oder Attribute, die sie über 10 leveln können. Und dann helfen die Tränke ja nicht gut oder nur begrenzt und so weiter, habe ich ja im letzten Part dann eben erläutert. Und um festzustellen, ob euer Held ausgeskillt ist, meiner Meinung nach Stand heute, ist es immer notwendig, einfach die plus 10er Skillungen zusammenzurechnen. Und wenn ihr da auf 10 Punkte kommt, zum Beispiel er hat eine 14er Stärke, hat eine 14er Vitalität und 12er Glück, dann wisst ihr, okay, dieser Held ist höchstwahrscheinlich ausgeskillt Stand heute. Er hat nämlich 10 Punkte über 10 sozusagen, 10 Attributspunkte in unterschiedlichen Klassen, in unterschiedlichen Attributswerten über 10. Ja, zum Beispiel, er hat 17er Willenskraft, 13er Glück, wisst ihr auch Bescheid. Jetzt umgekehrt, der ist überall 10 zum Beispiel, ihr habt es so gemacht mit den Tränken, habt den hochgeskillt mit Skillpunkten und Tränken und was weiß ich nicht überall. Der ist überall 10, außer in Glück hat er 11. Dann wisst ihr, oh, da stimmt was nicht. Irgendwo muss er noch über 10 gehen können, logischerweise. Deswegen dann diesen Charakter umskillen und genau das halt eben machen, was ich im letzten Part gesagt habe. Also einfach die Attributspunkte über 10 zusammenrechnen und dann schauen. Es kann sein, dass es vielleicht auch Helden gibt, die da noch mehr als 10 Punkte geben. Das werden wir dann sehen. Das kann ich euch jetzt so genau nicht beantworten. Aber 10 ist, denke ich mal, schon ein guter Anhaltspunkt. Wenn der erreicht ist, zum Beispiel jetzt bei Malboris ist es ja Stärke und Vitalität, ich glaube 18 und 12, und dann wisst ihr auch Bescheid, dann ist der ausgeskillt sozusagen, wenn alle anderen Werte auf 10 sind. Ja, das war's soweit. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Im nächsten Part schauen wir uns meinen ersten geschafften Riss an. Sehr geil, und danach habe ich sogar noch weitere Risse geschafft. Das werden wir dann sehen. Ich freue mich da drauf und dann schauen wir uns das mal an, wie das geklappt hat, was da los war, was ich gefunden habe. Ich freue mich drauf und dann geht es auch dementsprechend da weiter. Vielleicht werde ich nochmal so Risse zusammen, ich weiß noch nicht genau, ob ich weiter hoch farme, aber darauf gehe ich im nächsten Part ein. Jetzt soll es das mal für heute gewesen sein. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.